Liebe Löwen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Schwarz-Weiß. Randomizer Nuzlocke. Ja, wir sind hier stehen geblieben, kurz vor der Route 5 im letzten Part. Wir haben schon zwei, ja, ich sag mal, potenziell gute Pokémon im letzten Part eingefangen. Und zwar einmal im Wüstenresort ein Chanux, das hat sich schon entwickelt zu Luxio. Und natürlich ein Mankey im alten Palast. Mankey, muss ich sagen, bin ich noch unschlüssig, ob ich das behalte. Erstmal im Team, also ja, erstmal jetzt, mit den nächsten Kämpfen oder so, behalte ich es, aber vielleicht für später bin ich mir noch unsicher. Falls wir ein besseres Kampf-Pokémon finden sollten oder eben noch ein besseres Pokémon, dann werde ich natürlich eben ein anderes Pokémon mitnehmen. Aber erstmal bleibt's im Team. Ja, wir gehen direkt auf Route 5, denn da hier die nächsten zwei Pokémon. Einmal in der Lichtung hier drinnen. Ich hoffe, dass es ein random Pokémon ist und kein Schildbella oder was auch immer das ist. Wir gucken mal. Es wäre ein Pikachu-Schiller. Pikachu-Schiller wäre. Ja. Ich hoffe, dass es kein Pikachu-Schiller wäre. Wirklich ein random Pokémon begegnen. Sonst hätten wir einen Pikachu-Schiller jetzt mit. Was war die Fähigkeit von Pikachu-Schiller? Werdelink. Dass es öfters angreift. Wäre also nicht so prickelnd. Ich bin mal sehr gespannt, was es ist. Natürlich gehen wir rein und es ist ein Boxer. Ein Tentoxer? Wir haben doch genug Wasser-Pokémon. Warum kommt da jetzt ein Tentoxer? Moment! Moment! Tentoxer, Wassergift. Wir haben Giftschleim gefunden. Im früheren Parts. Bedeutet das, wir können eine geile Kombi machen? Wo ist der Giftschleim? Habe ich keinen Giftschleim gefunden? Ich dachte, ich hätte einen. Hä? Da habe ich zweimal. Hä? Ich habe keinen Giftschleim gefunden. Ah, okay, gut. Never mind. Dann habe ich doch keinen Giftschleim gefunden. Ich hoffe, dass es ein geiles Item weißes trägt. Ja, komm, wir sprechen das Pokémon einfach mal an. Und ich bitte, das Pokémon hat geiles Wesen. Pikachu ist natürlich so eine Sache. Aber Tentoxer? Drittes, viertes Wasser-Pokémon. Ich muss mittlerweile. Bodyflam, das ist perfekt. Das ist gerade perfekt. Wir machen wieder Body Slam, ein bisschen runter smashen. Es ist ja schon auch ein voll entwickeltes Pokémon, merke ich mal. Alter Schwede, voll entwickeltes Pokémon. 24 sich Giftspitzen. Uha. So, ich würde sagen, wir schmeißen einfach mal den Superball, weil es blau ist und Superball ist auch blau, ist blauer Ball. Passt also. Die roten Knöpfen beim Superball sollen die Augen sein, also werblich passt das. Passt auch.
gucken natürlich keinen Tox dann später uns genau an. Und ja. Ich bin sehr gespannt, was es für ein Wesen hat und ja, was es so allgemein hat. Dann würde ich sagen, hier das nächste Pokémon. Es ist Schwalbos, ein Flug-Pokémon. Cool. Besser als Ibitak, muss ich sagen. Flügelschlag hat's schon drauf. Bitte sei paralysiert. Schade, nicht paralysiert. Ich will aber auch nicht, dass es stirbt. Jetzt mein C-Mops. Deswegen tausche mal auf Morabel aus. Setz da Kickel ein. Energiefokus, okay. Wow. Ich würde hier dazu sagen, dass ich einen Turboball werfe. Auch auf Level 24 übrigens, also das ist ganz schön heftig. Und Schwalbos haben wir auch. Also Wasser, Gift-Pokémon, Flug-Pokémon, normal. Ja. Es läuft. Wir können ja nochmal gucken, was wir hier noch bekommen hätten. Besseres Pokémon begegnet hätten. Bauzi. Auch ein normal Pokémon. Wäre mir nicht so lieb gewesen. Also gut, dass wir Schwalbos haben. Doch, gescheitert. Alter, wenn ich das schon lese, Flucht gescheitert und wir haben weniger als die Hälfte an Leben. Das ist so nervig jedes Mal. Alter. Ah, ne, wahr sein. Flucht gescheitert. Jo. Was ist mit dir falsch? Komm, wir heilen unser C-Mobs mal ganz schnell. Gucken natürlich nochmal zwei, drei weitere Pokémon rein. Unterer Tutox, okay. Schwalbos besser immer noch als dieses Müllding. Ja, hätten ja Gift-Pokémon. Wasser-Gift-Pokémon. Da brauche ich unterer Tutox überhaupt nicht. Können schon wieder nicht fliegen. Was soll das? Das sind nur wilde Pokémon. Wir können nicht fliegen. Ja. Ich muss noch 10-mal. Ach nee, der ist später. Muss ich mich verkackeln, wenn ich jetzt vergiftet werde? Endlich. Ah, nochmal Schwalbos. Alles klar. Gut, haben wir. Anscheinend gibt es nicht wirklich viele besondere Gegner hier. Bitte Pokémon. Vielleicht gucke ich irgendwann nochmal später, wenn wir mal immer fliehen können. Ja, zweimal in. Jo, ein Volltreffer durch ein wildes Pokémon. Ja, ich habe ja gerade nur ein Wasser-Pokémon eingepackt. Was soll. Alter, willst du mich verkackeiern? Wenn dieses Schwalbos jetzt in mich kaputt macht, mach ich das Spiel kaputt. Bitte. Darf ich auch mal fliehen? Danke. Also ohne Mist. Das finde ich eine Frechheit. Wir haben gerade ein Wasser-Pokémon verloren. Ein Wassereis-Pokémon. Was gegen Drachen-Pokémon sehr effektiv antritt. Ja gut. Why not? Warum nicht? Alter, ich sterbe innerlich gerade. Ah. Es ist wieder so unlogisch. Drecks Schwalbos. Ein random Schwalbos besiegt einfach mal mein C-Mobs. Wildes Pokémon. Schwarze Flöte.
schwarze Flöte, keine Ahnung, was das Wirkungen hat, keine Ahnung. Mäßig. Minusangriff, Boss-Spätzangriff. Ja, gut, ist okay. Regengenuss, langsame Wiederherstellung von KP bei Regen. Ist okay. Naja. Ballboss, Adrenalin, steigt Angriff bei Statusproblem. Plus Init, ja. Minus Verteidigung. Das Ding ist so fragil. Alter Schwede. Die Werte von Tentoxa sind für mich viel, viel, viel besser als von Schwalboss. Selbst KP-Anzeige ist viel, viel besser. Deswegen werde ich, weil wir ein Wasser-Pokémon verloren haben, dieses Wasser-Pokémon hier mitnehmen. Erstmal. Ah, Gottes Willen. Das ist wieder mal so eklig. Wir haben ein gutes, potenzielles Eis-Pokémon einfach so weggeschmissen. Da kann ich auch einen Geldschein nehmen und dann einfach anzünden. Ist das gleiche Prinzip. Ja. Das ist das gleiche Prinzip einfach. Nimmst du einen Geldschein, zündest den an, ist das gleiche Prinzip. Ja. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist einfach nur so unnötige Verluste. Hier kriege ich nochmal eine Maroband. Wenn ich gegen Trainer kämpfe, ich will einfach nur schauen, dass ich Pokémon kriege, die ich dann trainieren kann. Ja. Da ist ein wackelnder Büschel. Haben sie für einen starken Gegner Ambidiffel. Normal Pokémon. Hätte ich wahrscheinlich mir nicht gewünscht. Jetzt hab ich's. Ist okay. Nehme ich mit, falls ein Tackle überleben sollte. Wir können aber gleich nochmal gucken, was die hier tatsächlich gegeben hätte. Falls wir es hier überleben sollten. Sagen wir, ich schmeiß einfach mal den Ball. Also brauche ich auch keinen Griffel mehr einzufangen. Merke ich gerade. Kein Tentara. Natürlich. Komm mal hin, noch mein Tackle. Spaßkanone, okay. Angriff, okay. Das ist okay. Solange wir nicht kritten, machen wir einen Superball nochmal. Hoffentlich bleibt es jetzt drin. So. Sag mir, schauen gleich wirklich nochmal nach, ob wir hier ein besseres Pokémon gefunden hätten. Medizin aber erstmal und guck mal. Morabelheim. Ich merke gerade, die schwarze Flöte könnte ich mal nehmen. So, hier hätte ich jetzt ein Pampion gefunden. Ein Pflanzen-Pokémon. Ja. Ist ja nicht mal so schlecht, Tampion. Auch aber nicht. Dann hätten wir hier eine Pflanzen-Pokémon gefunden, eine Zonflora. Okay. Ah. Auch natürlich auch nicht. Wirklich. Ist nämlich sehr fragil.
Flora. Und das nächste Pokémon wäre ein Gastrodon. Wieder ein Boden Wasser-Pokémon, was ich natürlich auch nicht gebraucht hätte. Also bin ich doch zufrieden mit Amidiffel. Derzeit ist es so in Ordnung. Okay, wir finden noch ein Pokémon. Was ist es? Oh mein Amidiffel. Okay, ist gut. Wie gesagt, Amidiffel finde ich doch ein bisschen besser als die anderen Pokémon, die ich jetzt begegnet habe. Schade. Kann ich auch fliegen? Ach, nein. Staffetta hat es aber anscheinend. Das ist gar nicht mal so schlecht. Will ich mal weg? Dann. Red dich einfach mal weg. Und eben nicht. Dann lass uns kämpfen, Fischerin. Mal schauen, was die dabei hat. Ein Ultrigarion. Da würde ich ganz gerne austauschen wollen. Mein Morabel. Morabel hat hier nicht so wirklich die Funktionen dazu. Komm mal zu mir, mein Flugkäfer-Pokémon, was du immer noch keine Brücke. Es ist. Nein, das ist lächerlich. Blutzauber machen wir. Hauptsache, wir haben Käferattacken. Überhaupt nichts bringt. Überhaupt gar nichts bringt. Okay, wir sind paralysiert. Machen wir Platz vor mir. Theoretisch müsste Giftattacken sehr effektiv auf Käfer noch zusätzlich sein. Theoretisch. Das will ich jetzt. Weil gerade sowas wie Ultrigaria, also gibt es ja echt eine Insekten. Alle wollte ich gerade sagen. Fleischfressende Pflanze, die fressen ja sehr viele Insekten. Also, die haben ja so eine Säure, also ein Typ Gift ist ja Säure in Pokémon, also es ist ja theoretisch sehr aktiv, dann Theorie. Aber schade, dass es nicht so der Fall ist. Hab ich ja auch nebenbei Glück. Und das nächste wäre Knocker. Okay, Knocker ist auch Boden. Ist ja natürlich jetzt Tentoxer relativ am Arsch. Würde ich trotzdem probieren. Komm, wir probieren's. Es sollte die Bodenattacke probiert sein. Kasai. Dann machen wir Luftstrahl. Also erstmal Tentoxer. Zieht sehr viel ab. Setzt aber nur Superblick ein, alles klar. Gut, Tentoxer für den ersten Kampf gar nicht mal so schlecht. Bye bye, weg mit dir. Ja gut. Das nächste Pokémon ist ein wildes Dickda. Intensität hat sich schon. Alter Schwede. Okay. Habe ich schon mal gesagt, dass Dickdri ein fragiles Pokémon ist? Genauso wie Schwalboss, was überhaupt nichts aushält. Ich habe nicht mal eine Bodenattacke gemacht, nicht einmal eine Wasserattacke. Das Ding ist weg. Mal Tackle gemacht. Okay. Münzamulett finden. Okay. Dann würde ich sagen, was das für hier, dieses Pokémon, und noch direkt nochmal da. Bist du, dass ich dich nochmal angreife? Hat wahrscheinlich Wegsperre. Deswegen werde ich wahrscheinlich wieder weggehen. Ja, selbst das zweite Dicta ist direkt One-Shot gewesen. Was will man denn da bitte schön machen?
Ah, Flunkiefer wäre so geil gewesen. Typ Stahl. Das wäre cool gewesen. Später natürlich Typ Stahl Vieh. Auch mehr geil. Aber okay. Welches Pokémon? Oh mein Gott. Werden das Knackleon bekommen könnten, was uns in der nächsten Arena, im letzten Projekt, also in Pokémon Weiß 2, weggestorben wäre, hätten wir hier wieder fangen können. Was begegnen wir denn einfach mal da? Oh, Gottes Willen. Nein, jetzt habe ich auch keine Lust mehr, ein Pokémon zu. Ohne Mist. Bin so wütend. Das ist der Ignito. Okay, wir fangen also hier ein Ignito. Alles klar. Ein A-Ignito. Finden wir hier. Ist genauso eklig wie hier. Ja. Die Farbigel. Farbigel, Ichognedos sind derbe, dämliche Pokémon. Absolut verabscheut. Bitte ich jetzt. Also, das sind zwei Pokémon. Da ist Potrot besser. Da ist Kabarro besser. Da ist. Ich weiß nicht. Gut, Farbigel kann natürlich gut sein. Wenn man wieder Attacken dann ihn irgendwie beibringt, durch eine Attacke nach, aber trotzdem, am Anfang ist das Pokémon so eklig, so dämlich. Nee, du kannst nur Kraft werfen. Da kannst du nur rein zufälligerweise schauen, dass du eine gute Kraftreserve hast. Sonst kannst du das Pokémon auch wegstecken. Leben. Okay. Wir sprechen noch den hier an. Ja, ich kenne Zorak. Naja. Wir bekommen hier wahrscheinlich noch ein oder Stahlattacke. Okay. Ist gar nicht mal so schlecht, die Kanone. Und ein Zurück. So, hier würden wir einen Blattstein finden und hier finden wir eine Schafklaue. Okay. Oh mein Gott. Wir bekommen hier einfach ein Ignivor. Wir hätten ein Ignivor bekommen können. Wir hätten hier ein Knackleon bekommen können. Und was bekommen wir? Wir bekommen ein Dickdar, was direkt gewonshottet wird. Ein Tackle. Alter. So sauer. Ich bin wirklich so sauer auf das Spiel. Ich bekomme gerade nicht die besten Pokémon. Okay, Pokémon. Aber die besten Pokémon kommen immer dann zu spät. Okay. Wir werden jetzt den Part beenden, weil ich ganz dringend hin muss. Ja. Ich kann es nicht mehr aushalten. Ich weiß nicht, warum ich vorhin nicht gegangen bin, wo ich eine kleine Pause gemacht hatte. Ich werde aber jetzt eine kleine Pause machen, werde dann meine Pokémon trainieren. Aber erstmal meine Pokémon an, die ich gefangen habe. Ja, ein Ambitiffel gefangen. Ein neutrales Mitnahme. Nicht einmal so schlecht. Ja, Mitnahme könnten wir vielleicht, wenn das auch randomized ist, Mitnahme, geile Items finden. Mal schauen. Ja, ich bin mir noch unsicher. Es ist auch ein fragiles Pokémon. Ist genauso wie hier
30er Werte. Das ist nichts für ein voll entwickeltes Pokémon. Und Ikugnedo mit Schwebe. Use. Moment. Ich hab doch dubios, das, oder? Ja. Nützt das denn mir? Ich brauch das Upgrade, wenn ich ein Porygon bekommen sollte. Naja, egal. Egal. Ich würde erstmal meine Pokémon so beibehalten. Erstmal so das Team beibehalten. Ja. Zwei Wasser-Pokémon. Derzeit. Zwei Elektro-Pokémon. Ein Käfer-Pokémon. Flug, was eben nur Käfer-Attacken an. Und ein Kampf-Pokémon. Ich würde sagen, wir belassen das erstmal so. Ich werde meine Pokémon jetzt auf Level, sag ich mal, 29, 30 trainieren. Ich würde eher sagen 29. Komm, wir machen 29, weil einige Pokémon entwickeln sich auf 30. Ja, dann nehme ich mal fix. Ja, also ich werde meine Pokémon trainieren auf Level 29. Wir werden uns dann im nächsten Part wiedersehen. Ich hoffe, dass der Part wenigstens euch gefallen hat, wie ich komplett geplättet worden bin durch ein wildes Schwalbos, beinahe ausgerastet wäre. War kurz vorm Ausrasten, aber sowas von. So, ja, was ich noch euch zeigen wollte, bevor ich den Part beende. Also, hier hätte es andere Items gegeben. Hier kann ich Sprungkick, Gewissheit, Quetschwalze, Verpulte. Also, auf. Interessant, aber ich bin mir eben noch unsicher, ob ich die Items kaufe. Natürlich später ja, aber jetzt am Anfang eher. Ja. Ich werde jetzt gucken, wie ich das Ganze mache. Meine Pokémon einfach mal hochtrainieren auf Level 29. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Ciao, ciao.